Und damit herzlich willkommen und guten Morgen aus dem großen Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse mitten in der Frankfurter City. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Morning Briefing auf Tagesschau 24. Ja, man muss kein Hellseher sein, um schon mal zu sagen, dass heute hier an dieser Stelle relativ wenig passieren wird. Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich noch im Wartemodus, so wird es heute und morgen sein. Denn ab heute tagt die US-Notenbank Fed. Morgen Abend gibt es dann die Ergebnisse. Und das ist das, wo die Börsianer momentan so ein bisschen drauf schauen, wie das berühmte Kaninchen auf die Schlange, weil es einfach sehr, sehr viele Daten gegeben hat. Unter anderem eben die sehr hohe Inflation in den USA. Die Anleger ein bisschen Sorge bereitet. Man geht eben davon aus, dass die Fed ihre Geldpolitik straffen wird. Da gibt es übrigens aber auch entsprechende Forderungen von Seiten der Weltbank. Wollen wir nachher drüber reden. Wir wollen uns aber heute mal um ein Thema kümmern, das sonst hier immer so ein bisschen hinten runterfällt und das für viele auch an den Finanzmärkten immer noch ein großes Mysterium ist. Es gibt also die Experten, die sich damit hervorragend auskennen. Es gibt die Fans und es gibt diejenigen, die es komplett ablehnen, wie beispielsweise Warren Buffett, der von dieser ganzen Geschichte gar nichts hält. Wovon ist die Rede? Natürlich von Kryptowährungen. Und die haben in der letzten Zeit einiges hinter sich gebracht, haben für sehr viel Aufsehen gesorgt. Es gab extrem starke Bewegungen bei den sogenannten Kryptowährungen. Wir wollen uns eine dieser Bewegungen mal anschauen, bei der bekanntesten Kryptowährung, nämlich dem Bitcoin. Jetzt mal die letzten 14 Tage, da ist es kräftig nach unten gegangen. Man hat eine kurze Erholung zwischendurch sehen können. Insgesamt jetzt ein Minus von 12,8%, Stand gestern Abend. Wir sehen hier die Kryptowährung, dieser Bitcoin, stand schon bei 54.000 US-Dollar, das Allzeithoch bei 68.000. Davon hat er sich weit entfernt. Inzwischen ist er unter diese 50.000 Dollar-Marke gerutscht. So, das sorgt bei den einen für ein bisschen Besorgnis, die eben Kryptos haben. Bei den anderen sorgt es für sehr viel Häme. Also man kann in den sozialen Medien diese Charts, wie sie ja heißen, sehr gut immer wieder mal vorgelegt bekommen. Man kann sich das anschauen und das wird dann gerne eben auch mit zynischen Kommentaren versehen, weil es einfach wirklich viele Leute gibt, die hier als professionelle Anleger tätig sind, die von diesen Anlagemöglichkeiten gar nichts halten. Gibt es natürlich eben aber auch die Fans, die dagegen halten, die so ein bisschen Sorge im Augenblick haben, weil eben ihre Depots so allmählich nicht mehr das hergeben, was sie sich selber versprochen haben. Frage ist so ein bisschen auch, ist dieser Hype darum vorbei? Und theoretisch, was müsste man jetzt bei Kryptowährungen auch beachten und wo sind da die Hintergründe? Wir müssen als Journalisten auch dazu sagen, wir kennen uns da auch nicht bis ins Detail aus. Können wir auch gar nicht, man muss nicht alles wissen, aber man muss einen kennen, der sowas weiß. Und deshalb begrüße ich jetzt Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance, dort Professor und einer der großen Kenner der Kryptoszene. Also vielleicht die Frage an Sie, was bitteschön ist da im Moment los? Ja, also finde ich toll, dass Sie das Thema auf die Agenda packen. In der Tat ist von der Newslage her gar nicht so viel passiert, außer dass der Bitcoin-Preis natürlich in der Tat ein bisschen abgestürzt ist. Man muss aber auch erkennen, dass von der Technologieseite her sich eigentlich gar nichts verändert hat. Bitcoin ist stabil, Bitcoin läuft seit mehr als 10 Jahren. Bitcoin spuckt alle 10 Minuten einen neuen Block aus. Gleiches gilt auch für andere Kryptowährungen wie Ethereum und so weiter und so fort. Also die Technologien funktionieren fabelhaft. Und doch gibt es natürlich immer wieder ein paar Dinge, die die Anleger und Investoren Sorgen machen. Momentan, denke ich mal, ist es vor allem Folgendes. Nämlich gibt es internationale Institutionen wie den International Monetary Fund, also IMF, aber auch andere Organisationen wie FATF und so weiter und so fort, die den Bitcoin auf den Prüfstand stellen, die auch eine internationale und geordnete Regulierungen fordern. Und das macht Anleger natürlich Angst. Wobei hier auch dazu zu sagen ist, erstens, in Deutschland ist das ganze Thema Bitcoin und Co. weitestgehend schon wirklich gut reguliert, wurde gute Arbeit gemacht. Und weiterhin ist es auch so, dass letztendlich die Technologie sich im Kern nicht groß verändert hat und weiterhin aus meiner Sicht ein sehr großes Potenzial hat. Okay, bleiben wir kurz bei diesen Regulierungen, aber eben auch bei diesen Schwierigkeiten, die man da mit Kryptowährungen ja immer hat. Letzte Woche, um mal diesen Vorgang nochmal zu nennen, gab es ja eine Anhörung im US-Kongress. Und bei dieser Anhörung hat ein gewisser Senator Sherman einen Witz gemacht. Er hat dann über Mongoose-Coins geredet, die es gar nicht gab, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, die aber flugs über Nacht dann kreiert wurden, haben inzwischen eine Marktkapitalisierung von 2 Millionen US-Dollar und haben eine Kurssteigerung von, Achtung, 320.000%. So, jetzt erklären Sie mal bitte dem Laien, was ist daran noch normal?
Naja, vollkommen richtig. Also das ist absolut skurril und ich kann mir das genauso wenig erklären wie Sie. Es gibt zahlreiche Projekte, die skurril anmuten. Da ist auch das Shiba Inu Coin gemeint und auch das Dogecoin und so weiter und so fort. Aber Sie müssen anerkennen, dass der Blockchain-Bereich, der Kryptowährungsbereich einfach unglaublich groß und breit ist. Und es gibt inzwischen Tausende von Kryptowährungen und doch sind es vor allem die großen Brocken ganz oben in dem Ranking, also Bitcoin, Ethereum und einige andere, die letztendlich eine gewisse Stabilität ausstrahlen. Und letztendlich funktioniert der Kryptowährungsbereich wie ein Börsensegment. Sie haben in einem Börsensegment eben auch Unternehmen aus der Mobilitätsbranche, Medizintechnik, Automobilbranche, alle Branchen durch die gesamte europäische Industrie. Und genauso funktionieren Kryptowährungen auch. Sie haben den Dollar auf Kryptowährungsbasis, Sie haben den Bitcoin, Sie haben Ethereum, Sie haben diese verrückten Coins, die Sie gerade zitiert hatten und. Da ist quasi keine Coin wie die andere. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man in den Bereich investiert, sich vorher wirklich ausführlich Gedanken macht, was hier genau passiert und wo man investiert und wirklich, wenn es geht, nicht auf Hörensagen vertrauen, weil es gibt tatsächlich viele skurrile und teilweise auch betrügerische Ansätze in dem Bereich. Das kann man nicht anders sagen. Danke für das Stichwort, weil auch unsere altehrwürdigen Sparkassen werden ja inzwischen aufmerksam auf dieses Thema. Sie haben festgestellt, eine Nachfrage ist da. Natürlich, auch Sparkassenkunden möchten gerne investieren, möchten ein Stückchen vielleicht auch spekulieren. Jetzt wollen Sie da selber die Möglichkeit anbieten, dass man eben in Kryptowährungen investiert und das eben über die Sparkassen direkt, dass man eben nicht an diese Spezialbörsen gehen muss. Was können Sie da dem Anleger oder dem Sparkassenkunden, auch dem Kunden anderer Banken logischerweise, da raten? Sie haben jetzt gerade ja schon angesprochen, man darf eben auf diese ganzen Gehypten nicht hereinfallen. Wie finde ich mich in diesem Dschungel zurecht? Genau, vollkommen richtig. Letztendlich ist das, was die Sparkasse macht, das, was auch zum Beispiel die Börse Stuttgart oder die Deutsche Börse und andere machen, die beschäftigen sich mit den großen Technologie-Coins. Das eine ist natürlich Bitcoin, das andere ist Ethereum und so weiter. Das heißt, die Sparkasse würde wahrscheinlich und ziemlich sicher keine von den kleinen Projekten anbieten, die wirklich wackelig sind, sondern die beschäftigt sich eben mit den großen Projekten, allen voran Bitcoin und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, auch bei dem Chart, den Sie vorher gezeigt haben, der eine riesengroße Volatilität zeigt, dass man auch zurückschauen muss auf die letzten Jahre. 2013 war der Bitcoin bei ungefähr 100 Euro, 2015 bei 1.000, 2017, 2018 dann bei 10.000 und ein bisschen mehr. Inzwischen sind wir bei 50.000. Das heißt, wenn man immer nur die letzte Woche und die letzten 2-3 Wochen anschaut, dann sieht man natürlich ein riesengroßes Auf und Ab. Deswegen ist es sehr wichtig, auch die letzten Jahre anzuschauen, weil dort sieht man, dass der Bitcoin lange Jahre, insgesamt mehr als 7 Jahre, in einem Aufwärtstrend nach oben war. Und dieser Aufwärtstrend hält meines Erachtens immer noch an, auch wenn dieser langfristige Aufwärtstrend, also der Aufstieg der Technologie, letztendlich durchsetzt wird von kleineren Kurskapriolen auf sehr kurzfristiger Ebene, so wie wir es vorher gesehen haben. Aber für die Bitcoin-Besitzer da draußen, die es sicherlich gibt, was die Leute immer machen, ist, die zoomen quasi raus, die schauen sich nicht die letzte Woche, nicht den letzten Tag an, sondern die letzten 7 Jahre. Und dann ist die Laune auch wieder besser, auch wenn der Bitcoin, wie Sie gezeigt haben, in den letzten Wochen dann um 10% nachgegeben hat. Also was die Technologie und auch den Aufstieg der Technologie angeht, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Sie haben wirklich auf allen Ebenen, auch in der Frankfurter Finanzszene zum Beispiel, auch anderswo auf der Erde natürlich ganz viel Personal, was in den Bereich reingeht. Unternehmen erzeugen Projekte, Anwälte beschäftigen sich mit dem Thema. Die TU München zum Beispiel bildet pro Jahr 500 Informatiker aus, die alle auf Kryptowährungsbasis, in dem Fall Ethereum, programmieren können. Das ist ein unglaubliches HR-Potenzial, was in den Bereich reinströmt. Und deswegen mache ich mir, was die Technologie und den Aufstieg angeht, ehrlich gesagt gar keine Sorgen, trotz der kurzfristigen Volatilität, die Sie natürlich vollkommen zu Recht gezeigt haben. Ja, also nur der Vollständigkeit halber, diese letzten 14 Tage, das war halt wirklich nur beispielhaft wegen dieser großen Bewegung. Selbstverständlich, also um da das zu vervollständigen, auf das letzte Jahr gesehen, ist der Bitcoin um 150% gestiegen, zugegebenermaßen. Kommen wir noch, letzte Frage, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Es ist bisher nur eine Geldanlage, man kann da spekulieren. Es gibt auch Transaktionen, die in Kryptowährungen abgewickelt werden. Jetzt sagt Meta, also ehemals Facebook, wir ermöglichen die Zahlung via WhatsApp. Kommt damit in diesem Fall der Bitcoin aus dem Schatten der reinen Geldanlage hin zu einem tatsächlich praktischen Zahlungsmittel? Ist das vorstellbar? Also ich glaube nicht, dass der Bitcoin jemals den Euro als Zahlungsmittel ersetzen kann. Wirklich nicht. Sie
wissen wir alle, es gibt tausende Möglichkeiten, den Euro zu verwenden, zu Bezahlungszwecken an der Tankstelle, an der Pizzeria, überall. Dass der Bitcoin über Nacht und auch in der kurzfristigen Zeit erreicht und quasi ersetzt, halte ich für unmöglich. Aber ich sehe schon die Möglichkeit, dass der Bitcoin tatsächlich als Hedge, also als Sicherungsmaßnahme gegen die Inflation taugen könnte, langfristiger Art natürlich, weil wir eben sehen, dass die klassischen Währungen wie Euro und Dollar einer gewissen Inflation ausgesetzt wird. Das wiederum ist trotz Volatilität einverstanden. Das ist trotz Volatilität bei dem Bitcoin unmöglich, weil die Menge auf 21 Millionen beschränkt ist. Und was Meta hier gemacht hat, ist, sie haben quasi den Dollar auf Basis eines Blockchain-Netzwerks in WhatsApp eingebaut, um damit quasi den Zahlungsverkehr per WhatsApp in ersten Testszenarien möglich zu machen. Da sieht man quasi, wie der Zahlungsverkehr, in dem Fall der Dollar auf Blockchain-Basis, potenziell in Apps wie zum Beispiel WhatsApp und andere Eingang finden kann. Das sind erste Experimente. Ich glaube, da werden wir nächstes Jahr noch sehr viel mehr sehen. Philipp Sandner, dann von der Frankfurt School of Finance werden wir uns nächstes Jahr vermutlich auch noch häufiger sehen und werden das begleiten. Herzlichen Dank erstmal für dieses Gespräch. Ja, also, wir sind hoffentlich ein Stückchen schlauer, was diese Bewegungen bei den Kryptowährungen in der letzten Zeit ausgemacht haben. Einer der Treiber bei dieser Bewegung der Kryptowährung in den letzten 14 Tagen war die eben anstehende Regulierung in den USA. Ich habe es ja gerade erzählt, da gab es eben diese Kongressanhörung. Wir schalten deshalb mal zu Markus Schuler in unserem Studio in San Francisco. Schönen guten Morgen oder guten Abend zu dir hin. Wie ernst ist es denn der US-Politik mit der Regulierung von Bitcoin und Co.? Offenbar sehr ernst, Samir. SEC-Chef Gary Gensler, der hat dazu am Sonntag gegenüber dem Wall Street Journal mal wieder ein Interview gegeben und erklärt, dass es die Investoren zu schützen gelte. Das trägt er wie ein Mantra seit Monaten vor sich her und wiederholt es gebetsmühlenartig. Für den Chef der Aufsichtsbehörde sind die Kryptowährungen, wie er sagt, ein wilder Westen. Plattformen wie Coinbase, die auch in Deutschland mit einem Büro jüngst vertreten sind, die würden mehr tun als nur handeln. Sie würden manchmal auch Kryptotokens gegen ihre Kunden handeln. Und Gensler forderte die Plattformen auf, mit seiner Behörde künftig zusammenzuarbeiten. Dann müssen wir über eine weitere Entwicklung am Aktienmarkt in dem Fall mal reden, nämlich einem neuen Trend, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, den sogenannten SPACs, Börsenmäntel, die hier an die Börse gebracht werden. Vielleicht vorab ist ja auch eine Sache, die in den USA sehr intensiv gespielt wird. Können wir einmal kurz erklären, was sind SPACs genau? Ja, und der Trend, der Hype um die SPACs, der könnte in den USA übrigens schon fast wieder vorbei sein. Ein SPAC, das ist quasi eine leere Firmenhülle, die Investoren an die Börse bringen. Diese soll dann später mit einem Startup fusionieren. Vorteil für das Startup, es kriegt dadurch einen Turbo-Zugang zum Kapitalmarkt. Es kommt nämlich schnell an die Börse. Normalerweise dauert ja solch ein Börsengang gemeinsam mit Banken organisiert oft mehrere Monate. Die Organisatoren von SPACs, die haben in der Regel 24 Monate Zeit, um solch eine Firmenhülle zu füllen. Gelingt ihnen das in der vorgegebenen Zeit nicht, dann müssen sie die Investorengelder wieder zurückzahlen. Markus, du hast gerade gesagt, es kühlt sich in den USA so langsam ab. Warum denn? Klingt doch sehr bequem. Naja, zum einen haben sich die Aktienkurse vieler SPACs, die dann ein Unternehmen übernommen haben, nicht gut entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass solch ein Turbo-Börsengang einen großen Nachteil hat. Die Startups werden nicht so genau durchleuchtet, wie das bei einem normalen Börsengang der Fall ist. Wenn dann wichtige Daten nicht stimmen, ist die Enttäuschung bei den Anlegern groß. Das hat dafür gesorgt, dass die Zahl der SPAC-Fusionen hier in den USA in den vergangenen Wochen merklich zurückgegangen ist. Gibt es da konkrete Zahlen? Im August sind nur 5 SPACs tatsächlich mit einem Startup fusioniert und an die Börse gegangen. Im September war es nur ein einziges Unternehmen. Im Februar, sah mir, da sah das noch alles ganz anders aus. Via SPAC haben da nämlich, halte dich fest, 141 Firmen ihren Börsengang gefeiert. Insgesamt sind in diesem Jahr hier in den USA ja gut 800 Unternehmen an der Börse platziert worden. Mehr als die Hälfte mittels eines SPAC. Das hast du gerade so ein bisschen beschrieben, das Vertrauen ist da geschwunden in diese Form. Gibt es da etwas, was den Vertrauensverlust wirklich ausgelöst hat?
Also da ist zum Beispiel das Elektroauto-Startup Nikola zu nennen. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, waren die Unternehmensdaten an einigen Stellen mal diplomatisch formuliert sehr unscharf. Zum Beispiel, was die Vorbestellungen angeht. Die Börsenaufsicht SEC hat deshalb angekündigt, die Regeln künftig verschärfen zu wollen. Die könnten vermutlich schon ab April neu formuliert werden. Wunderbar, also so viel zum Thema Specs. Markus, wo ich dich gerade dran habe, du sitzt im Silicon Valley. Ich kann mir vorstellen, dass bei deiner Nachbarschaft momentan nachts viel das Licht an ist, weil es einen Wettlauf geben soll zwischen Hackern und Entwicklern. Wir reden über Log4j, also ein Programm, mit das gerade die Computerwelt aufschreibt. Das ist eine Sicherheitslücke. Hier hat man sie auch bei Bundesbehörden entdeckt. Wie alarmiert ist man da bei euch? Sehr alarmiert, würde ich sagen. Und man schüttelt auch ein wenig den Kopf, denn das Softwaremodul, das wird von der gemeinnützigen Apache-Stiftung an der US-Ostküste gepflegt. Das ist Open Source, also jeder kann dort daran mitarbeiten. Es ist kostenlos, deshalb ist es auch so populär. Und ganze 3 Leute in Zahlen, 3 kümmern sich um diese Softwarebibliothek. Diese Personen sind nicht festangestellt, sie verdienen damit auch kein Geld. Sie pflegen diese Software nebenher, neben ihrem normalen Beruf. Teile der Software sind nicht nur auf Webservern installiert, sondern auf Millionen von Geräten weltweit, die alle mit dem Internet verbunden sind, in denen kleine Webserver drinstecken. Und hier im Silicon Valley, da beobachtet man zur Stunde, wie immer mehr Hacker aus aller Welt derzeit das Netz nach verwundbaren Servern und Geräten ab kennen, auf denen eben Log4j installiert ist. Was können diese Hacker dann mit dieser Sicherheitslücke anfangen? Was für einen Schaden können die anrichten? Ja, Log4j ist eine sogenannte Logging-Bibliothek. Sie kann Ereignisse im Serverbetrieb wie in einem Art Tagebuch, einem Logbuch festhalten. Damit kann man dann später schneller Fehler finden. Die Schwachstelle kann schon allein dadurch aktiviert werden, dass in dem Log eine bestimmte Zeichenfolge gespeichert wird. Ein Angreifer kann dann die komplette Kontrolle über den Computer übernehmen. Das kann zum Beispiel ein fernsteuerbares Türschloss sein oder eben auch ein Webserver, auf dem viele Webseiten oder bestimmte Webdienste laufen, löschen, kopieren, abschalten, alles ist möglich. Jetzt sind vor allen Dingen, also ich sagte ja gerade hier, auch Bundesbehörden betroffen, viele Firmen aber offensichtlich auch. Wie weit betrifft uns das als private Nutzer? Also im Augenblick anscheinend nicht und wenn dann nur quasi indirekt. Es geht hier wirklich um Server und mit dem Internet verbundene Geräte, die diese Apache-Software-Bibliothek einsetzen. Ein Fix, eine Reparatur, ein Update, die ist zwar seit Freitag veröffentlicht und draußen, aber die muss erstmal installiert werden, das muss sich rumsprechen und deswegen gibt es dort auch so ein großes Aufsehen, weil eben möglichst viele Firmen, Unternehmen ermuntert werden sollen, schnell dieses Update auf ihren Geräten zu installieren und es den Menschen draußen zur Verfügung zu stellen. Also das brennende Internet löschen, um bei diesem Bild zu bleiben. Markus, herzlichen Dank und gute Nacht, guten Abend nach San Francisco. Vielen Dank. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, heute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Bewegung hier am Aktienmarkt. Wir haben gestern ein bisschen Bewegung gesehen. Man hatte eigentlich mit steigenden Kursen gerechnet, um dann aber festzustellen, es hat am Ende nicht gelangt. Und die Vorgaben aus den anderen weltweiten Handelsplätzen sind auch nicht so wahnsinnig berühmt. In Asien, in den USA sind die Kurse runtergegangen. Das sind natürlich entsprechend schlechte Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt. Schauen wir uns kurz an, wie der DAX in den Tag gestartet ist. Hat jetzt 60 Punkte obendrauf, 0,4%. Damit steht er bei 15.684 Punkten. Das also alles nicht so wahnsinnig berühmt. Man hat sich hier ein bisschen mehr erhofft und einer, der immer so wahnsinnig positiv über den deutschen Aktienmarkt redet, ist Robert Heirer von der Baader Bank, den ich jetzt hier bei uns auf dem Parkett begrüßen darf. Ich weiß, wir haben vor, ich glaube, 4 Wochen einmal gesprochen. Da hieß es, ja, es geht aufwärts und es ist im Prinzip kann gar keine Schwierigkeiten mehr geben. Gut, da gab es Omikron noch nicht, gebe ich ja zu. Die gute Laune, die du sonst immer hast, ist sie immer noch da? Ja, die gute Laune ist immer noch da. Übrigens, ich bin kein Optimist, ich bin Realist, ja, ganz klar. Und wenn ich auf den DAX schaue, dann muss ich feststellen, trotz all dieser Probleme, Omikron, geostrategische Probleme, eine Angst vor einer Zinswende, die ich so gar nicht sehe,
halten sich die Aktienmärkte sehr stabil. Das muss man sehr klar erkennen. Also von daher, meine Pein ist in der Tat sehr milde. Okay, klamüsern wir das so ein bisschen auseinander. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, Tech-Werte, speziell auch in den USA, gestern unter Druck geraten. Ende letzter Woche haben alle irgendwie auf Apple geschaut. Apple kurz vor dem Durchbruch, 3 Billionen US-Dollar schwer. Jedenfalls am Börsenmarkt. Am Ende hat es nicht ganz gelangt. Jetzt sind die Tech-Werte noch mal unter Druck geraten. Wird Apple diese Marke durchschlagen? Und wenn ja, warum eigentlich? Ja, Apple wird diese Marke irgendwann durchschlagen. Ich schaue als Fundamentalanalyst immer auf die Fundamentaldaten. Und ich stelle fest, das iPhone verkauft sich wie geschnitten Brot. Da muss ich es ja sehr klar formulieren. Und wir sehen ja auch, dass Apple diese Lieferkettenprobleme bei Halbleitern sehr gut im Griff hat. Das ist der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, dass man bei Apple Pay, bei Apple TV, Apple Music ja auch Zusatzdienstleistungen anbietet, die immer besser laufen. Und der Datenschutz wird ja bei den iPhones, iPads sehr ernst genommen. Das weiß jeder, der ein Apple-Smartphone hat. Also da ist man sehr weit vorne. Wichtig ist natürlich, dass man auch in Zukunft auf keinen Fall den Fehler macht, den damals Nokia gemacht hat. Man ist ganz weit vorne und sagt dann so, das war's jetzt, jetzt machen wir nichts mehr. Man muss permanent gerade bei Innovationen vorne sein. Und da setzt ja Apple alles drauf. Bleiben wir in den USA. Ich habe es ja gerade gesagt, Fett bespricht sich ab heute. Sie sitzen dann in New York beisammen und beziehungsweise in Washington und werden überlegen, wie sie auf diese mordsmäßige Inflation von 6,8% reagieren. Am Markt selbst wird ja schon erwartet, dass sie ihre Geldpolitik straffen, auch Zinswende, auch wenn es jetzt hier heißt, erwarte ich eher nicht, ist ja im Gespräch wenigstens fürs nächste Jahr. Schon so ein bisschen aufgeregt, was dann am Morgenabend kommt. 20 Uhr nach Börsenschluss in Deutschland. Nein, die US-Notenbank ist ja immer sehr clever darin, was sie schon vorab sagt, damit man nicht überrascht ist. Das ist ja sehr wichtig, auch von der Dramaturgie. Die Zinswende wird ja so nicht kommen. Es gibt ein Zinswendchen. Wir werden nicht mehr die Überschallgeschwindigkeit der geldpolitischen Üppigkeit erleben. Aber ganz klar für mich, solange die Inflation oberhalb der Kreditzinsen, der Anlagezinsen in den USA liegen wird, genauso wie in Europa, ist ja für mich das Zinssparen keine Alternative zum Aktiensparen. Und wichtig ist auch zu erkennen, das wird durch niemals ein Notenbanker öffentlich sagen, da müsste man sich den Mund mit Seife auswaschen, dass natürlich die Inflation, die höher als Zinsen liegt, dafür sorgt, dass Schulden quasi wie von Geisterhand weggepustet werden. Diesen Vorzug wird man sich weiterhin gewähren lassen. Also ich sehe jetzt nicht, dass in einer Welt der Überschuldung, wo die Notenbanken auch Klimaschutz finanzieren müssen, die Position Amerikas auch gegenüber China und Europa finanzieren muss, dass man hier ernsthaft darüber nachdenkt, eine richtige Zinswende zu machen, die man früher vielleicht aus Zeiten der Deutschen Bundesbank noch gekannt hätte. Wir kommen aus der Rettungsnummer gar nicht mehr raus. Wir sind einfach platt überschuldet. Und jede massive Beeinträchtigung der Finanzwelt würde die Aktienmärkte ja dramatisch fallen lassen. Und das haben wir gesehen. Ja, vor 20 Jahren beim neuen Markt, bei der Internetblase und natürlich auch bei der Immobilienkrise. Wenn der Aktienmarkt zusammenbricht, hat das immer Konsequenzen auch für die reale Wirtschaft, für die Konjunktur. Und das will kein Notenbanker. Nichtsdestotrotz, Weltbankpräsident hat jetzt gefordert, es muss einen Wechsel eben auch in der Geldpolitik geben. Ja, die Frage ist ja, wie der Wechsel aussieht. Man kann ja sagen, die Richtung stimmt. Ich sage es mal so, wenn ich meiner Frau sage, ich habe 5 Gramm abgenommen, bin ich auf dem richtigen Weg. So kann man es auch mit der Zinspolitik sagen. Ein bisschen weniger Üppigkeit. Das ist ein Wechsel. Ist es ein Wechsel oder ist es nur mal eine Kosmetik, aber keine Kernsanierung einer grundsätzlich üppigen Geldpolitik, die nach wie vor, wie ich finde, dafür sorgen wird, unter Schwankungen, dass die Aktienmärkte stabil bleiben, das Brot- und Buttergeschäft erhalten bleibt. Und noch einmal, das muss man immer wieder sagen, wie das Abend der Kirche sozusagen. Wir haben eine überschuldete Welt. Wir vertragen keine wirklich restriktive Geldpolitik mehr, sonst macht es Puff, Peng, Paff und da haben wir ein ernstes Problem. Gut, also die EZB ja dann am Donnerstag, ich hätte jetzt am liebsten die Rolle der Frau eingenommen und gesagt, Herr Schatz, aber 5 Gramm reichen wirklich nicht. Man muss da vielleicht doch etwas expansiver rangehen, egal. Die EZB am Donnerstag, da werden wir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel sehen, ist ja schon ganz richtig. Die EZB ist ja wirklich in der Klemme, gerade in Europa nicht zu harsch zu reagieren, hat sie im Prinzip ja auch schon so kommuniziert. Passiert nach dieser Woche noch was und
ahnst, worauf ich hinaus will. Werden wir noch eine Weihnachtsendrallye sehen oder nicht? Nach Weihnachten ist da immer noch einiges drin. Wir wissen, dass viele Fondsmanager natürlich nochmal die Kurse nach oben treiben müssen, um ihren Kundinnen und Kunden zu zeigen, wie toll sie gewesen sind. Sie waren ja auch in diesem Jahr gut, sind wir ehrlich, das ist ein gutes Aktienjahr. Da muss man nicht mäkeln. Also von daher passt dann doch der Begriff Optimist, realistischer Optimist, würde ich dazu sagen. Und dann muss man sich keine Angst davon machen, dass die Aktienmärkte, was in diesem Jahr nicht schaffen, im nächsten Jahr nachholen. Ich hasse den Begriff alternativlos, aber ich bin der Meinung, Zinssparen ist die größte Alternativanlageform zu Aktien. Das passt einfach nicht. Wer Zins spart, hat Schmerzen und das sollte man sich nicht antun. Okay, also zwischen den Feiertagen passiert hier noch was, sagt Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank. Herzlichen Dank. Und um es mit Helmut Schmidt zu sagen, die Rache des Journalisten ist sein Archiv. Wir behalten diesen Ausschnitt aus der Sendung bitte mal und spielen ihm das dann im nächsten Jahr noch mal vor. Wir werden also in dieser Woche noch so 2-3 Themen abhandeln können. Dann ist auch für uns demnächst Pause. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.